Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und heute ist das Thema die jüngste Gesetzgebung zum Ehebruch. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Heute wollen wir uns mit einem ganz besonderen Thema auseinandersetzen und zwar geht es um das Thema Ehebruch in Taiwan. Und der Grund dafür ist nicht, dass einer Ehebruch begangen hat, also soweit wir wissen, sondern dass es ein Urteil dazu gegeben hat von den Verfassungsrichtern Taiwans. Und zwar haben die in ihrer Verfassungsinterpretation Nummer 791 von Ende Mai festgestellt, dass Ehebruch nicht länger im Strafgesetz stehen soll, weil dieser Strafgesetzartikel ihrer Meinung nach gegen die Verfassung verstößt und damit unmittelbar auch seine Wirksamkeit verloren hat. Und diese Entscheidung, die wurde von vielen Leuten sehr begrüßt, aber auch von vielen sehr kritisiert. Und es hat auch sehr heftige Diskussionen dazu gegeben. Warum wurde jetzt also dieser Tatbestand Ehebruch entkriminalisiert? Tatsächlich ist es wohl so, dass es nur noch in ganz wenigen Ländern der Welt ein solches Strafgesetz gibt oder derartige Strafgesetzartikel gibt. Und Taiwan war wohl das letzte oder eines der letzten Länder, zumindest in Asien, wo das noch der Fall war. Im Jahr 2018 hatte Indien einen ähnlichen Artikel abgeschafft und im Jahr 2015 Südkorea. Trotzdem hat man im Anschluss sehr viel hier in Taiwan noch über diese Entwicklung diskutiert. Eigentlich Taiwan war nicht das letzte Land in Asien, das noch dieses Gesetz hat, sondern auch in Nordkorea, auf den Philippinen und einige islamische Länder. Aber das ist natürlich schwer für die weitere Entwicklung Demokratie in Taiwan. Und daher hat das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen und das begrüßte eigentlich die meisten Bürgerinitiative in Taiwan. Allerdings einige Frauengruppen sprechen sich dagegen aus. Und überhaupt dieses Thema war schon immer ein großes Thema in der Gesellschaft. Man hat über dieses Thema seit mehreren Jahrzehnten immer diskutiert und debattierte, aber jetzt dann ist zu dieser Entscheidung gekommen. Eigentlich werde ich sagen, die meisten Taiwaner können das schon akzeptieren oder sind sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Aber in der Praxis braucht man ein bisschen Zeit, um alles anzupassen. Zum Beispiel viele Frauengruppen meinten, dass viele Ehefrauen, deren Männer fremdgegangen sind, dabei zu kurz kommen könnten. Aber einige Experten antworteten auf diese Frage und er meint, nein, selbst tatsächlich jetzt jemand fremdgegangen ist und seine Haltung das Leben der Familie beeinflusst hatte und zu Schade gekommen würde, dann könnte man eigentlich auch noch aufgrund das Zivilgesetz einiges tun. Also das heißt nicht, dass Fremdgehen überhaupt jetzt in Taiwan straffrei ist und alle Männer und Frauen dürfen fremdgehen. Nein, das hat man nicht gemeint. Das meint nur, dass diese Leute, die fremdgegangen sind und dann erwischt worden sind, jetzt nicht von dem Strafgesetz bestraft werden, sondern man wird dann auf Zivilgesetz zurückgreifen und so weiter. Solange die Menschen geben, dann hat man tatsächlich immer dieses Problem Fremdgehen, sei es jetzt in asiatischen Ländern oder in anderen Ländern. Aber wie man diese Verhalten betrachten soll, das ist natürlich von Land zu Land etwas anders. Wie gesagt, früher konnte man das absolut nicht akzeptieren in Taiwan, aber inzwischen, weil die Leute eher liberaler sind und begründet damit, dass auch einige Freiheit hat und so weiter. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Verfassungsgericht hatte jetzt diese Entscheidung getroffen und das kommt eigentlich schon im Allgemeinen noch gut an in dieser Gesellschaft. Ja, es ist eigentlich etwas interessant, wenn man die Parallelen sieht, zum Beispiel zur Diskussion auch über die Todesstrafe und ob die Todesstrafe abgeschafft werden soll. Denn wenn man sich die Meinungsumfragen dazu anschaut, dann hat man zu beiden Themen oder zu beiden Fragen in der Vergangenheit immer wieder sehen können, dass doch eine Mehrheit sowohl die Todesstrafe unterstützt, als auch die Tatsache, dass Ehebruch mit dem Strafgesetz verfolgt werden kann. Eine Abschaffung wurde eigentlich immer weitgehend abgelehnt und auch die Politiker haben in der Vergangenheit bei beiden Themen immer wieder darauf verwiesen, weil eben die Mehrheit der Taiwaner dagegen sei, wollen sie auch nicht wirklich weiter dagegen vorgehen. Und ähnlich wie das zum Beispiel vor 2 Jahren war im Falle
der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da ist jetzt auch hier wieder das Verfassungsgericht etwas vorgeprescht und hat eben hier eine Entscheidung gefällt, die die Politiker vorher nicht sich getraut haben zu fällen oder nicht fällen wollten, aus politischen Überlegungen vor allem auch. Und daraus folgen jetzt eben einige neue gesetzliche Entwicklungen, die es unbedingt geben muss, ähnlich wie eben damals bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Da musste dann eben auch festgelegt werden, weil damals dieser Artikel aus dem Zivilgesetz als verfassungswidrig angesehen wurde, wo also quasi den gleichgeschlechtlichen Partnern eine Ehe verweigert wurde oder diese eben nicht dafür zugelassen wurden. Und jetzt muss eben auch diese Strafgesetzartikel abgeschafft werden. Aber das heißt eben nicht, wie du gerade schon gesagt hast, dass man in Zukunft gar keinen Schutz mehr hat vom Gesetz und dass zum Beispiel dann auch die Frauen, die sich da Sorgen machen, also das waren vor allem immer bei den Kritikern, die haben immer die Frauenseite angeführt und gesagt, dass also vor allem eben die sich jetzt mehr Sorgen machen müssten, dass ihre Männer fremdgehen, weil eben und so ähnlich auch wieder, da kommen wir wieder zurück zur Todesstrafe, dieses Strafgesetz zum Ehebruch, das wurde immer auch wie die Todesstrafe angesehen als eine Abschreckung. Also das Ganze sollte vor allem eine abschreckende Wirkung auf entsprechende Verhalten haben. Aber die Kritiker von beiden haben immer gesagt, dass eigentlich weder also bei der Todesstrafe noch jetzt bei diesem Strafgesetz zum Ehebruch diese abschreckende Wirkung in der Tat überhaupt besteht. Und es ist eher so, wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich solange es Menschen gibt, die heiraten, da wird es auch dann immer ein Fremdgehen geben oder Ehebruch geben. Und nicht jeder lässt sich tatsächlich davon abschrecken. Aber was haben die Richter nun genau gesagt? Also bisher war es immer so, wenn man verurteilt wurde auf Grundlage dieses Strafgesetzes, dann hatte man eventuell ein Jahr Gefängnis vor sich. Neben der Gefängnisstrafe musste man auch eine Strafzahlung in Höhe von 2.000 bis 3.000 Euro zahlen und hatte dann aber auch noch eben ein Leben lang diese Vorbestrafung. Und das sind jetzt natürlich Dinge, die wegfallen. Also in der Praxis sah es dann meistens so aus, weil diese Geldstrafe verhältnismäßig niedrig ist, dass die meisten, die verurteilt wurden, nicht wirklich ins Gefängnis mussten, sondern auch diese Gefängniszeit konnte dann in eine Geldstrafe umgewandelt werden. Die Verfassungsrichter haben aber vor allem kritisiert, dass dieses Gesetz in einem Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz der Verfassung stand. Und warum haben sie das getan? Weil in der Praxis vor allem oft auch Frauen, die Leidenden waren unter diesem Gesetz. Also das ist etwas gegenintuitiv, weil man normalerweise denkt, wenn man an Fremdgehen oder Ehebruch denkt, dass wahrscheinlich statistisch gesehen die Männer da stärker vertreten sind, also eher die Übeltäter sind. Aber trotzdem sah es eben in Taiwan in der Praxis so aus, dass es eher die Frauen waren, die verurteilt wurden. Und das hat den einfachen Grund, dass tatsächlich eben die Männer meistens diejenigen sind, die fremdgehen oder die Ehebruch begehen, aber dass dann eben deren Ehefrau die Klage gegen den eigenen Mann oft fallen lässt, aber dafür dann eben diese andere Frau anklagt. Und diese wurde dann oft verurteilt. Und das hat zu teilweise sehr abstrusen Situationen geführt. Im Anschluss an die Urteilsverkündung wurde dann von verschiedenen Beispielen gesprochen. Zum Beispiel in einem Falle, da hatte dann ein Mann seiner Frau vorher gebeichtet, dass er mit einer Geliebten zusammen war und diese hatte aber ihm angedroht, mit ihm Schluss zu machen. Und dann hat er seiner Frau quasi die Beweise für dieses Verhältnis geliefert und die Frau hat dann diese Geliebte, diese andere Frau angezeigt und der Mann ist straffrei davongekommen. Oder es gab auch andere Fälle, über die berichtet wurde, in denen der Mann dann mit dem Hintergrundwissen, dass das Gesetz ja oft gegen diese Geliebte eingesetzt wird, diese damit quasi erpresst hat und hat dann gesagt, also wenn wir jetzt nicht weiter dieses Verhältnis fortsetzen, dann gehe ich damit an die Öffentlichkeit und derjenige, der letzten Endes angeklagt oder verurteilt wird, das bist dann eben du, also diese Geliebte, aber nicht er als Mann. Und das hat man dann also schon so als eine moderne Form von Sexsklavin bezeichnet, weil diese Frau dann natürlich das Gesetz eher gegen sich hatte und nicht wirklich etwas selbst dagegen tun konnte, wenn der Mann und seine Ehefrau also hier quasi das gleiche Spiel spielten. Und das wurde dann sogar auch als eine Form der Erpressung einfach bezeichnet. Und tatsächlich ist es dann wohl auch so, haben die Richter auch bemängelt oder haben auch viele Kritiker von diesem Gesetz bemängelt, dass die Strafbarkeit eines solchen Vorgehens wie Ehebruch eigentlich ja auch nichts dafür tut, um dann die Harmonie in einer Ehe wiederherzustellen. Also wenn es einmal dazu gekommen ist, dass hier ein Mann seine Frau anklagt oder umgekehrt, dann kann das Gesetz wahrscheinlich auch nichts mehr an dieser Ehe retten und es kommt dann letzten Endes eh zu einer Scheidung. Und das ist wohl auch das, was man in der Vergangenheit meistens festgestellt hat, dass überhaupt diese Verfahren um einen Ehebruch immer als eine Vorbereitung genutzt hat, um dann eine Scheidung zu erwirken. Denn auch dafür gibt es ja immer gewisse Voraussetzungen. Also man kann sich nicht einfach scheiden lassen, wenn der andere Partner nicht will. Aber in so einem Fall, da hat man natürlich dann eine Grundlage, wenn man die Beweise dafür erbringen kann.
Und das bringt dann uns zu einem anderen Thema, nämlich den Privatdetektiven. Ja, also wenn man Verdacht darauf hat, dass seine Ehepartner, sei es Frau oder Mann, fremdgegangen wäre, dann denkt man sofort an Detektiv. Und in der Praxis hat man eigentlich auch sehr viel gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, in meinem Freundeskreis oder Verwandtenkreis haben wir nicht diese Erfahrung gehabt, aber dann im Fernsehen, in viele Seifenoper in Taiwan, dann sieht man sehr oft ähnliche Szenerie, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja vorhin von zwei Ehebruchbeispielen gesprochen und sowas spielt eigentlich in solchen Seifenoper im Fernsehen immer wieder. Und daher weiß man schon, wenn man Probleme in Ehe hat, dann kann man sich an ein Detektivbüro wenden. Und tatsächlich, ich hatte letzte Zeit so ein Video von einer Detektiven gesehen und sie hat gemeint, dass für ihre Geschäfte eigentlich ganz egal, ob das Verfassungsgericht jetzt diese Entscheidung fällt oder nicht, weil sie eigentlich genauso viele Aufträge bekommen und vielleicht sogar ein bisschen mehr als zuvor gehabt. Und sie meinte, dass Ehebruch ist wirklich ganz normal und daher viele Leute brauchen Unterstützung oder Hilfe von ihrem Büro. Und insofern hat ihr Geschäft nicht abgenommen, sondern dagegen noch zugenommen. Und daher ist diese Entscheidung ihr eigentlich völlig egal. Und sie hat auch noch verraten, dass sie eigentlich mehr männliche Vertragsgeber als weibliche hatte. Und sie hat nicht weiter dazu begründet, aber ich gehe davon aus, weil die Männer eigentlich mehr Geld hat, also wirtschaftlich mehr stark ist in der Familie und so. Auf der anderen Seite kann man auch daraus sehen, dass die Frauen, die modernen Frauen, gehen auch ganz oft fremd. Nicht nur, wie diese Seifenoper gesehen haben, dass die Männer sehr oft fremd gegangen sind, solange sie erfolgreich in ihrer Karriere sind, viel Geld haben und so weiter oder alt geworden sind, sondern auch die Frauen fremd zu gehen oder was weiß ich. Auf jeden Fall, als das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hatte und bekannt geworden ist, dachte ich mir, dass Detektivenbüro vielleicht am meisten davon betroffen ist und deren Geschäfte stark reduziert werden sollte. Aber in der Praxis hat diese Detektive gesagt, dass ihr Geschäft eigentlich sogar besser als zuvor geworden ist. Auf jeden Fall, jetzt Taiwan ist wirklich schon sehr liberal und gleichberechtigt geworden. Nicht nur die Männer gehen fremd, sondern auch die Frauen gehen fremd. Und interessant dabei ist, also diese Fremdgehen wird im Chinesisch als Wai Yu genannt. Und Wai ist draußen, Yu ist treffen. Das heißt, in Taiwan heißt nicht fremdgehen, sondern heißt draußen treffen. Also man trifft sich meistens draußen. So ist eine Beziehung entstanden. In diesem Zusammenhang fällt mir auch noch ein anderer Ausdruck ein, also Motel. Motel gibt es in Deutschland wahrscheinlich so viel, aber in den USA sehr viel. Und in Taiwan hatte es vor 30, 40 Jahren auch kein Motel gehabt. Aber inzwischen habe ich wirklich dann von diesen Fernsehseifenoper gesehen, wenn jemand fremd geht, dann trifft er draußen mit den Geliebten oder Geliebterinnen, meistens im Motel. Ja, das stimmt tatsächlich. Also mit mir ist immer aufgefallen, wenn man zum Beispiel vom Flughafen nach Taipei reinfährt oder wenn man auch oft in Außenbezirken von anderen Städten unterwegs ist mit dem Auto oder mit der Bahn, wie auch immer, dann einen Blick auf diese Stadt wirft. Man sieht sehr oft Motels, die meistens etwas sehr alt und dunkel aussehen und heruntergekommen und oft steht auch noch Love Motel oder Love Hotel dran. Also die vermarkten sich auch nicht gerade sehr subtil dann für solche Fälle. Und man muss ja auch sagen, die Medien in Taiwan, die lieben ja auch diese Fälle. Also man sieht sehr oft in den Nachrichten dann, in bestimmten Nachrichten zumindest, Bilder und Videos von irgendwelchen Politikern zum Beispiel oder anderen berühmten Personen, die sich dann mit irgendeiner Geliebten oder einem Geliebten in einem solchen Hotel getroffen haben. Und dann wird natürlich auch sehr viel spekuliert. Man kann ja nicht direkt beweisen, was die beiden jetzt getan haben, aber wenn sie dann verheiratet sind, dann ist das Ganze natürlich ein noch umso größeres Thema und meistens kurze Zeit später hat man dann eine sehr dramatische andere Szene, wo dann
Meistens eben ist es die Frau, die Ehefrau, dann weinend vor den Kameras steht. Und also die Medienlandschaft in Taiwan, die liebt ja auch oft sehr diese dramatischen Momente. Und gerade eben alles, was mit diesem Bereich Ehebruch zu tun hat, das wird eigentlich immer sehr stark verfolgt. Und was du gerade zu der Sprache gesagt hast, ist ja auch sehr interessant. Also, dass man diese Affäre, was man so als Affäre bezeichnen würde, als mit dem Wort für außen in Verbindung bringt. Und das hat ja auch den Grund, dass man, was die eigene Familie angeht, also gerade eben die eigenen Kinder, die eigene Ehefrau, das bezeichnet man ja immer als innen, also das Innere, für das ja auch die Frau diesen ganz alten Rollenvorstellungen nach zuständig ist. Und der Mann, der ist ja für das Außen zuständig, also dass er Geld verdient, dass er eben rausgeht. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Bezeichnung für die eigene Ehefrau, die heißt Neiren, die Person des Inneren sozusagen. Das ist einfach nur eine bescheidene Formulierung oder Bezeichnung für die eigene Ehefrau. Aber das zeigt eben auch, dass diese eigene Ehefrau, das ist eben etwas von innen, von der eigenen Familie. Aber dann zum Beispiel eine Affäre, das wäre dann eben jemand von außen, der auch dann, das sagt man auch oft, in diese Familie eindringt. Und das im Deutschen sagt man jetzt zum Beispiel, das Nest beschmutzt. Und die Frau heißt im Chinesischen Neiren und der Ehemann heißt Waizi, draußen Kind. Also die Männer kümmerte sich früher immer um seine Karriere oder Geschäfte draußen und die Frauen passt auf die Kinder und Hausarbeit zu Hause innen drin. In diesem Zusammenhang dann haben wir hier in Taiwan sehr viele Ausdrücke für die Geliebte oder Geliebten. Zum Beispiel eine Geliebte, eine geheime Frau, heißt dann in Taiwan Xiao San. Kleine Dritte oder kleine Drei. Ja, genau. Also in der Familie oder eine Familie besteht aus einem Mann und einer Frau, also aus zwei Menschen. Und jetzt plötzlich dann inzwischen dringt eine kleine Drei rein. Das kann natürlich nicht gut für die Familie sein. Und daher diese Geliebte wird als Xiao San genannt. Und wenn eine Frau, eine Ehefrau fremdgegangen und ihr Geliebten heißt dann Xiao Wang. Also kleinen Prinz, aber Wang ist zugleich ein sehr häufiger Nachname in Taiwan. Warum heißt ein Geliebter Xiao Wang? Das weiß ich wirklich nicht. Also ich habe gedacht, das wäre deshalb, weil Xiao San, also von der Geliebten, das Zeichen für San, für drei, das besteht ja aus drei horizontalen Strichen untereinander. Und Wang, also das für diesen Prinzen, das wäre dann einfach noch, wenn man diese drei horizontalen Striche mit einem vertikalen Strich verbindet. Also die Zeichen sehen auch schon ein bisschen ähnlich aus. So. Aber ein Wang ist ja wahrscheinlich eher selten eine Frau, also ein König oder ein Prinz. Das ist ja meistens dann eher ein Mann. Das Zeichen wird nicht für die Frauen benutzt. Okay, da bin ich heute wirklich ein bisschen schlauer geworden. Apropos, wenn man fremdgegangen ist, wie wir vorhin gesagt haben, ist man außen getroffen, also Wai Yu und Tou-Chi. Tou heißt stehlen und Chi essen. Mit anderen Worten, man sollte eigentlich nur das Essen, was auf den Tisch gebracht worden ist, aber man ist zu hungrig oder zu geizig und hat dann was gegessen, das eigentlich nicht erlaubt ist. Und das ist natürlich nicht erlaubt in Taiwan und daher wird man dann bestraft. Aber wie gesagt, jetzt dann nicht vom Strafgesetz, sondern Zivilgesetz. Und wenn eine fremdgegangen ist, wird als Zugui genannt. Auf Deutsch heißt entgleisen. Also man soll ja auf den Gleis weiterfahren, dann ist man doch entgleist. Und das kann natürlich nicht akzeptiert werden. In Taiwan Ehebruch ist immer so ein Gesprächsstoff, wenn man sich schwätzen und so. Aber wie gesagt, obwohl man früher, bevor das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hatte, hat man ja viel darüber diskutiert, debattiert und gegenseitig vorgeworfen und so weiter. Aber nachdem diese Entscheidung getroffen ist, dann hat man wohl ohne Probleme das alles akzeptiert. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Tobi Hui. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tw. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und auf YouTube finden Sie uns unter RTI
Deutsch. Wir freuen uns über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch@rti.org.tw. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon jetzt Carina Rother. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.